eigentlich im Schritt hier reinreiten, aber da sind lauter Stuten draußen. Und da wollte er doch lieber reintraben. Jetzt muss er sich kurz akklimatisieren. Ja, wir wollten heute dann Diamond ein bisschen anders zeigen als sonst. Der geht ja jetzt von M auf S, hoffe ich zumindest. Und da ist ja besonders wichtig die Versammlungsbereitschaft. Und die möchte ich jetzt mal anhand einer Erarbeitung einer Galopp-Pirouette Ihnen zeigen, wie er das jetzt schon gelernt hat. Ich galoppiere also jetzt mal an. Dabei gehe ich hier auf einen kleinen Kreis und biete ihm immer wieder an, die Hinterhand nach innen reinzuführen. Wichtig ist, dass er dabei den Takt hält. Dann gehe ich wieder in den normalen Galopp und achte vor allen Dingen auf das Gleichmaß. Dann verkleinere ich wieder etwas im Travers. Da hält er sehr schön das Tempo und bleibt schön in der Anlehnung. Und dann kann ich mal probieren, eine ganze Pirouette oder einfach eine Arbeitspirouette mal rumzuführen. Ja, da ließ er sich ganz gut arbeiten schon in der Pirouette. Damit bin ich schon ganz zufrieden. Man muss immerhin sehen, es ist 7. Geht natürlich jetzt noch nicht so viele, nicht so sichere Pirouetten, wie Sie das vielleicht bei Miralde gerade gesehen haben. Aber für einen 7-Jährigen fühle ich mich da schon ganz wohl drauf. Und führe ihn wieder rum. Versuche ich ihn etwas schneller zu machen, das nimmt er sehr schön an. Und dann wieder raus. Ja, meine Damen und Herren, das kennen Sie hier vom Burghof, dass die Ausbildung eben auf die Klasse S abzielt. Es gibt ja viele Hengststationen, bei denen dann eine Platzierung beim Bundeschampionat sechsjährig in Klasse M ausreicht und danach geht der Hengst aufs Laufband und mit 2 Wochen vor der Hengstbeführung wieder angeschoben. Wird dann zwar meistens mit Frack und Kandara und sonst was dargestellt, kann aber eigentlich nur mit Ressort der M gehen. Bei Nicole ist das anders. Und Sie sehen jetzt hier wirklich, wie dieser Hengst, der ja über diese große, große Galoppmechanik verfügt, ganz toll aufs Hinterbein kommt und vor allen Dingen auch, wie konzentriert er auf seine Reiterin ist. Mathe 6. Okay, machen wir lieber was anderes. Ja, dann zeigen wir uns diesen Schritt und das ist ja eine weitere so wichtige Sache. Das ist auch ein Prüfstein, meine Damen und Herren. Wenn dann die ausgewählten Pferde noch so einen Schritt gehen, so entspannt sich zeigen, dann wissen sie einfach, erstens, da ist ausbildungsmäßig alles in Ordnung und züchterisch wissen sie auch einfach, das geht mit diesem Hengst immer weiter. Er hat einfach dieses Naturtalent, diesen super Takt, diese tolle Fußfolge
um die innere Einstellung, die so wichtig ist. So, wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, es ist natürlich noch in weiter Sicht, weil ein Komplizreiten ist natürlich ein Traum eines jedes Dressurreiters. Und man muss dann natürlich früh anfangen mit diesen versammelten Lektionen, gerade mit der Piaffe. Und wir sind da zwar, wie gesagt, noch am Anfang, aber ich zeige Ihnen das auch mal, wie er sich da anhilft. Reite ich wieder aus dem Schritt raus. Probier es dann noch einmal. Wieder ganz willig rein, braucht keine Gerte. Und geht noch ein bisschen im Vorwärts, aber das darf er. Und wenn ich ihn motiviere, sehen Sie, dass er sich dann bewegt. Das ist ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, dass das dann nachher aus dem Tempo klappt, die Piaffe. Das heißt, ich habe das jetzt erstmal angefangen, aus dem Trab zu üben. Ganz normaler, versammelter Trab. Ist nicht großartig ausdrucksvoll, einfach mal nur ganz langweilig rumtraben. Und dann in die Piaffe zu gehen. Und das nimmt er eigentlich auch schon ganz schön an. Ja, das ist deswegen so wichtig. Sehr gut. Einmal links ein bisschen mehr. Jawohl, gut. Das gehe ich nochmal raus. Das ist deswegen wichtig, weil diejenigen, die sich schon mal so einen Grand Prix Notenbogen angeguckt haben, die werden es wissen. Der Übergang von der Passage in die Piaffe und aus der Piaffe in die Passage, diese beiden Übergänge werden mit einer extra Note beurteilt. Das heißt, wenn das wirklich so schön flüssig klappt, hier schauen Sie, der Takt bleibt erhalten, jetzt kommt er in die Piaffe. Ohne Anlehnung ist das natürlich noch ein bisschen schwierig ohne Bande, aber diagonale Fußfolge war da und jetzt auch sehr schön rausgekommen schon für einen 7-Jährigen durch die Klasse. Genau, Nicole zieht jetzt mal ihre Pokerface. Sie haben es vielleicht gehört, ist übrigens ziemlich krank, unsere Nicole. Deswegen freuen wir uns, dass sie das trotzdem mit dem Mikro so klasse hingekriegt hat. Ja, jetzt ist Selbstvorführung. Sport war jetzt gerade. Und das ist so wichtig, dass sie so ein bisschen elektrisch am Bein sind, dass sie später im Grand Prix gehen. Jetzt dürfen sie so langsam sich mal applaustechnisch ranpirschen. Kandidaten, die es nach München geschafft haben. Hier ist ein Don Diamond Abanos Macho Sohn, gezogen bei Herbert Reil im Lauf im Besitz von Jacqueline Schmieder aus Ottensoos. Ein nicht gehörter mit großer Sportperspektive. Legitimierter Fuchs mit Perspektive für den großen Sport. Schöne schwingende Bewegung stellt mordsmäßig was dar. Hier diese Galoppade alleine. Ein Traum. Dankeschön. Don Diamond Abanos. Dann ein weiterer Don Diamond.
Sohn bei Klaus Metzler in Bottenegg gezogen aus der ehemaligen Siegerstute der Franz-Strahl-Schäfer-Schau aus der Ära von Heraldik Wittgenstein. Abendstern, hochmoderner, deutlich auch von Heraldik geprägter Don Diamondsohn, der schon bei seinem Auftritt in der Schleierhalle in Stuttgart die internationale Fachwelt hat aufhorchen lassen. Schön. Und schließlich aus dem ersten Jahrgang prämiert Don Diamond Damon Hill Wolkentanz 2 aus der Zucht von Nadine und Carsten Grill in Eislingen. Großer, statiöser Don Diamond Sohn, großen, bedeutenden Linien. War ein bisschen albern heute, am vergangenen Samstag, da trat er hier, dass die Bude wackelte. So ist das mit den jungen Kindern. Trotzdem einen großen Applaus für diesen ersten Premier. Don Diamond, am vergangenen Wochenende in Marbach. Freilaufwettbewerb und Talentschau. In der ersten Abteilung, der erste Platz an Don Diamond Garde Weltmeier bei Margit und Hans-Dieter Grab in Inningen gezogen. Trab 10,0 und 9,0 von den beiden Richtern. Zweiter Platz in der ersten Abteilung Don Diamond Van Dijk Cornett und Stefan Haas in Groß-Alnein mit 2x9,0 gezogen. Und schließlich erster Platz in der zweiten Abteilung, Don Diamond Sandro in Meitens bei Erwin Feichtenheim, gezogen Besitz von Michael Krauter, Trab 9 und 9,5. Und dieser Jährling, dieser Studienjährling, Gräfin Dona, wurde erfolgreich bei Elke Salden in Mundstein gezogen, aus einer Falster, wo Unterfalster, wo jetzt ja Grand Prix erfolgreich in den USA. Ein Don Diamond schon. Viermal die 10,0 als Fohlen bei der Qualifikation fürs Deutsche Fohlen-Championat im Juni auf dem Goldhof gehabt. Schauen Sie mal, aus dem Laufstall marschiert die so los. Ich finde, da muss man aus dem Häuschen sein, meine Damen und Herren. Und ein Zweijähriger aus einer Mutter von Life is Life Poker, Josef Kober aus Götz, hat ihn gezogen, den Kracher, den Champion des Deutschen Fohlen-Championats hier. Da setzt er sich in Bewegung, immer bergauf. Aus dem Laufstall, meine Damen und Herren, eben mal ein paar Zupfen rein und dann so eine Bewegungskraft. Ja! Dankeschön! Und ganz besonders freuen wir uns, dass wir Ihnen auch schon die erste dreijährige Don Diamond Tochter unter dem Sattel präsentieren. Die Ballerina aus einer feinbranden Mutterball Karl-Heinz Bauer in Schrotzberg, gezogen im Winter hier auf dem Gestüt Birkenhof, verkauft an Maria Siedle, die Sie kennen als Bereiterin mit eigenem Ausbildungsstall in Ditzingen, mehrfach schon beim Bundeschampionat dabei war. Und sie hat diese Stute angeritten, hat begeistert am Telefon erzählt und da hat Thomas gesagt, ja Mensch, wenn es denn schon so toll klappt, meinst du, du könntest sie hier präsentieren? Klar, hat sie gesagt, die macht es schon so super, schauen Sie mal. Wenige Wochen unterm Sattel, so ausbalanciert dieses Hinterrad, wie das abfließt, wie der Takt da ist, wie sie zufrieden in der Selbsthaltung auch schon ist, der Alter. Ganz was Feines. Von Don Diamond.
Und weil sie so begeistert war von dieser Stute, hat sie gleich noch einmal zugeschlagen und hat sich eine weitere Don-Dime-Tochter aus einer Hohensteinmutter gesichert. Hier auch die Galoppade. Schönen Bergauf. Ganz was Feines. Und schauen Sie sich dieses Nervenkostüm an. 3 Jahre jung, kann man hier durchparieren. Ja, das ist jetzt ein bisschen beschäftigt. Guckt einmal, aber macht das hier ganz fein. Diese erste Don Diamond Stute unter den Sand. Ja, das liegt was in den Reitpferdeprüfungsentscheidungen, wenn da diese Typumbewegung stark von Diamonds hier, da wird sie einmal angetickt und sofort kommen die 7 Meilenstiefel zum Vorschein. Die Ballerina Maria Siegler. Durcheinander bringen. Dankeschön. Die Ballerina. Und da kommen sie wieder herein, unsere wackeren Mannen. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Also unsere 3-Jährige, die gehen auch mal. Spitze, 42 Sekunden hat es gedauert, so soll das sein. Und wir kommen zu dem Hengst, der Spitzensportler, Spitzenpartner für den Sport in Reihe produziert. Begrüßen Sie Akkor Delhi, meine Damen und Herren. Benjamin Meyer im Sattel, der hier als Bereiter tätig war, jetzt bei der Firma Hivo angestellt ist. Ihrem kompetenten Partner für Stallbau, wenn Sie sich den neuen Hengstenstall hier anschauen, die schöne Gaststubenstelle oder auch den Richterturm unten am großen herrlichen Platz, alles Marke Hivo. 11 Jahre jung ist Akkor Delhi, den Walter Frank in Blaufeld gezogen hat, der ja schon viel umjubelter Prämienhengst war. Damals bei der Württemberger Körung in Marbach, damals zu einem Spitzenpreis hier aufs Gestüt Bürgerhof. Wechselte Akkord 2, der Vater war selbst Vize-Bundeschampion und Leistungsprüfungssieger aus dem wichtigen, großartigen Stamm des Almee. Was hat er da gesehen? Die Kamera, die findet er spannend, die war letzten Samstag nicht da. Cordula Brier Landgraf, die ganz großen der Holsteiner Zucht im mütterlichen Pedigree. Hat mittlerweile 7 gekrönte Söhne, mehrere Staatsprämienstuten, stellte auch schon die Landessiegerstute in Weilheim, sowie mehrfach Leistungsprüfungssiegerin, Finalisten beim Landeschampionat und den süddeutschen Championat. Springen seine Zucht wird im aktuellen FN-Ranking 127. Er ist vorsichtig, er war selbst auf dem Bundeschampionat erfolgreich. Und seine
nachkommen. Zum Beispiel der Bundeschampionatsqualifizierte Prämienhengst Arktik, der in Neustadt-Dosse sich großer Beliebtheit erfüllt. Familie Hilter, die bezogen Akkordinos, also eine Ladinos-Landioso-Mutter, erfolgreich in Tübingen bei Vizelandeschäftin Akkör. Jetzt im Stall von Hans-Peter Minderhaut, wieder bewegungsstarke Hengst, der 2010 in München über die Auktion ging. Accontino von Accordelli Come On mit Familie Hügel. Mittlerweile ist es so für die M erfolgreich gezogen bei der Zuchtgemeinschaft Schuster in Ellwangen. Aragon aus einer Kickstarter-Mutter bei Gerhard Hiller gezogen. Unter Jörg Wiedmeier M springen erfolgreich. Oder Abi Kelly, der in Donau-Esching die PSA-Tour für vier gewann. Das sind die großen Aushängeschilder. Aber was ihn so besonders wertvoll macht, und deswegen hat Thomas Kasper sich seinerzeit dazu entschieden, diesen Hengst, der als Pachthengst seine Karriere begann, zu übernehmen. Er macht eben diese Qualität, mit der jeder glücklich ist. Und er springt super! Danke, Wendy. Er macht eben diese Qualität, die so besonders ist. Rittige Pferde, schöne Pferde, leistungsbereite Pferde. Super! Freddy und Accordelli! Der Allrounder mit der Wohlfühlgarantie. Accordelli, meine Damen und Herren! Aus der Vielzahl seiner Nachkommen zeigen wir einen Dreijährigen aus dem Besitz und der Zucht der Familie Kasper, Accordelli Ricardo Golfstrom, der auf der Verkaufswoche ein Kandidat sein wird. Hier kommt er rein. Upsala. Macht es nicht zu dunkel. Vollbruder des bewegungsstarken Hengstes, der jetzt im Stall von Edward Galten Hans-Peter Minderhaut in den Niederlanden steht. Herrliches, schönes Gesicht. Sie kennen die Verkaufswochen. Viele, viele Pferde haben schon glückliche neue Besitzer gefunden, die dann sportlich durchgestartet sind oder einfach nur das passende Pferd für den sicherlich schönsten Freizeitvertreib, den es so gibt, nämlich das Reiten, hier gefunden hat. 18. bis 23. April, Runde Ostern, die nächste Woche. Dankeschön, Accordelli, Ricardo. Dann haben wir eine weitere Accordelli-Tochter. Ist es bei Walter Müller in Walzhausen gezogen von Accordelli Garant Dammhirsch. War zweimal Siegerstunde auf der Stutenschau, Staatsprämienanwärterin. Amy Lee heißt sie, Nicola Haug, die hier für die Ausbildung der jungen Pferde verantwortlich ist auf dem Dürrhof, stellt sie uns vor, diese Tochter, die in Reitpferdeprüfung platziert ist, als ausdrucksstarke junge Stute, hochelegant. Und einmal mehr, so ein typisches Beispiel für Accordellis Ferrari. Elegant, schick, leichtrittig. Viel
Viel Ausdruck im Vorderbein und ein gut abfußendes Hinterbein. Da kann man was draus formen. Ja. Ein Stück jetzt schön losgelassen. Natürlich guckt sie ein bisschen in die Runde, aber sie konzentriert sich vor allem auf die feinen Hilfen ihrer Reiterin Nicola. Das Tor weit für Amy Lee. Und eine Springkandidatin erwarten wir nun, vorgestellt von Patrick Krämer, der hier Reiter auf dem Gestüt Burghof ist. Hier ist sie, Akira von Accordelli Laureen bei Karl Friedrich Leber gezogen. Pferd, das bei Michael Jung im Beritt war und unter ihm bis Springpferde M schon erfolgreich gegangen ist. Für diese routinierte Erfolgsstute. Ganz schnelle Beine. Alles drin, diese Stute. Und das ist der Lauf für Patrick und diese tolle Akkordeonstudie.